Eine gesunde basenüberschüssige Ernährung sollte zu 70-80% aus basischen Lebensmitteln und zu 20-30% aus säurebildenden Lebensmitteln bestehen. Da es gute und schlechte säurebildende Lebensmittel gibt, ist es erforderlich, den Unterschied zu kennen. Denn die schlechten Säurebildner sollten konsequent gemieden werden. Nicht immer fällt es leicht, das richtige Verhältnis zwischen basischen und säurebildenden Lebensmitteln im Alltag umzusetzen. Nutzen Sie daher unsere Säure-Basen-Tabelle, die Sie bei der optimalen Zusammenstellung Ihrer Mahlzeiten unterstützen wird. Die Tabelle basische und säurebildende Lebensmittel. Unsere Säurebasentabelle führt nahezu alle basischen und alle säurebildenden Lebensmittel auf. Wenn Sie sich also nach den Richtlinien der basenüberschüssigen Ernährung ernähren möchten, dann hilft Ihnen die Tabelle bei der Auswahl der richtigen und gesunden Lebensmittel weiter basisch oder basenüberschüssig. Vielleicht wundern Sie sich, warum wir immerfort von einer basenüberschüssigen und nicht von einer basischen Ernährung sprechen. Das liegt ganz einfach daran, dass wir eine basische Ernährung nicht als Dauerernährung empfehlen. Die rein basische Ernährung ist wunderbar für eine Entschlackungskur geeignet, fürs Basenfasten oder auch begleitend zu einer Darmreinigung oder Entsäuerung. Die basische Ernährung ist also eher etwas für kurzfristige Aktionen. Als dauerhafte optimale Ernährung halten wir jedoch die basenüberschüssige Ernährung für deutlich sinnvoller, praktikabler und langfristig auch gesünder. Die basenüberschüssige Ernährung besteht nicht nur aus basischen Lebensmitteln, sondern auch aus säurebildenden Lebensmitteln. Denn nicht alle säurebildenden Lebensmittel sind schlecht und ungesund. Natürlich gehören die schlechten und ungesunden Säurebildner nicht zu einer basenüberschüssigen Ernährung. Die guten Säurebildner sollten jedoch regelmäßig die Mahlzeiten bereichern und ergänzen. Folglich ist es nicht nur wichtig, die basischen von den säurebildenden Lebensmitteln unterscheiden zu können, sondern auch die guten und schlechten säurebildenden Lebensmittel auseinanderhalten zu können. Unsere Tabelle wird Ihnen dabei helfen. Was bedeutet basisch? Was sauer? Denken Sie überdies immer daran, dass die Bezeichnung basisch nicht bedeutet, dass das Lebensmittel nun, ähnlich wie Seife, einen basischen pH-Wert innehat. Auch sind säurebildende Lebensmittel, die manchmal als saure Lebensmittel bezeichnet werden, vom Geschmack her nicht etwa sauer wie Zitronensaft, der zu den basischen Lebensmitteln gehört. Vielmehr geht es darum, wie das Lebensmittel im Körper wirkt und welche Substanzen bei seiner Verstoffwechslung im Körper entstehen. Ist die Wirkung eher ungünstig und entstehen bei der Verstoffwechslung eher Säuren und andere schädliche Substanzen, dann gehört das Lebensmittel zu den säurebildenden Lebensmitteln. Hat das Lebensmittel jedoch eine bevorzugt positive Wirkung auf den Organismus, liefert es ihm basische Mineralstoffe oder aktiviert es die körpereigene Basenbildung, dann ist es ein basisches Lebensmittel. Beachten Sie an dieser Stelle, dass es viele verschiedene Säure-Basentabellen im Netz oder auch in der Literatur gibt, und sie alle unterscheiden sich mehr oder weniger voneinander. Viele Säurebasentabellen, nur eine ZTG-Tabelle. Wir, das Zentrum der Gesundheit, empfehlen eine basische Ernährung, die nicht nur basisch, sondern auch gesund ist.
Wenn Sie sich so manchen nach wissenschaftlichen analytischen Methoden erstellte Säure-Basen-Tabelle ansehen, werden Sie feststellen, dass dort bei den basischen Lebensmitteln Dinge auftauchen, die ganz und gar nicht in eine gesunde basenüberschüssige Ernährung passen, Wein, Nuss-Nougat-Brot auf Strich, Marmelade, Bier und Eis. Lebensmittel dieser Art finden sich nur deshalb in herkömmlichen Säure-Basen-Tabellen, weil man für die Erstellung derselben lediglich zwei Kriterien zur Anwendung bringt. Details hier, die basische Ernährung. Wie erkenne ich basische Lebensmittel? Lebensmittel aber, die tatsächlich basisch und gesund sind, müssen unserer Meinung nach auf mindestens 8 Ebenen basisch wirken, nicht nur auf 2 Ebenen. Lesen Sie hier alles über die 8 Ebenen, die ein basisches Lebensmittel auszeichnen, die basische Ernährung. Wie erkenne ich gute säurebildende und wie schlechte säurebildende Lebensmittel? Neben den empfehlenswerten basischen Lebensmitteln gibt es in unserer Tabelle jedoch nicht nur eine Rubrik mit den schlechten säurebildenden Nahrungsmitteln, die es zu meiden gilt, sondern noch eine weitere Rubrik mit empfehlenswerten säurebildenden Lebensmitteln. Genau wie es 8 Ebenen gibt, die aus einem Lebensmittel ein basisches machen, so gibt es auch 8 Ebenen, die aus einem Lebensmittel ein säurebildendes machen. Wirkt ein Lebensmittel jedoch nur auf einer oder zwei Ebenen säurebildend und erfüllt es darüber hinaus womöglich noch ökologische Kriterien, dann wird daraus ein guter Säurebildner. Neutrale Lebensmittel. Hochwertige Fette und Öle gelten als neutrale Lebensmittel, wie zum Beispiel das Kokosöl, das Leinöl, Kürbiskernöl, Hanföl, Olivenöl, Butter etc. Die Säurebasentabelle als PDF. Unsere Tabelle führt alle diese Lebensmittelgruppen auf, die basischen Lebensmittel, die guten säurebildenden Lebensmittel und die schlechten säurebildenden Lebensmittel sowie natürlich in jeder Kategorie die passenden Getränke. Sie können unsere Säurebasentabelle als PDF auch downloaden, ausdrucken und gut sichtbar in der Küche aufhängen. Die Tabelle finden Sie am Ende dieser Seite. Säurebildende Lebensmittel. Die sauren bzw. säurebildenden Lebensmittel sollten möglichst immer mit basischen Lebensmitteln kombiniert werden. Säurebildende Lebensmittel sind nicht in jedem Falle automatisch auch schlecht und ungesund. Im Gegenteil, es gibt Lebensmittel, die zwar durchaus säurebildend wirken können, aber gleichzeitig sehr gesund sind, wie zum Beispiel Nüsse oder Hülsenfrüchte. Im Gegensatz zu den schlechten Säurebildnern wirken die guten Säurebildner nur auf wenigen Ebenen säurebildend. Details zu den 8 Ebenen der Säurebildung lesen Sie hier. Die basische Ernährung. Die sogenannte guten Säurebildner sollten unbedingt in die basenüberschüssige Ernährung integriert werden, während man die schlechten Säurebildner besser konsequent meidet oder sie nur in Ausnahmefällen verspeist. Ihre Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater. Gesunde Ernährung ist Ihre Leidenschaft? Sie lieben die basenüberschüssige, naturbelassene Ernährung? Sie möchten gerne die Zusammenhänge zwischen unserer Nahrung und unserer Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht verstehen? Sie wünschen sich nichts mehr als all Ihr Wissen rund um Gesundheit und Ernährung zu Ihrem Beruf zu machen? Die Akademie der Naturheilkunde bildet Menschen wie Sie in 12 bis 18 Monaten zum Fachberater für holistische Gesundheit aus.
Wenn Sie mehr über das Fernstudium an der Akademie der Naturheilkunde wissen möchten, dann erfahren Sie hier alle Details sowie Feedbacks von aktuellen und ehemaligen Teilnehmerinnen.